So, und dann unterhalten wir uns dann mal mit der dazugehörigen. Ach nee, erstmal klauen wir noch ein bisschen. Die Geschichte der Drachenritter, die liegt ja auch überall rum. Gibt's hier noch was? Nö, dann quatsch mal jetzt. Hi! Willkommen in unserem Dorf. Ich bin Linda, die Tochter des Müllers. Ich finde das sehr schön, dass das hier niemandem was ausmacht, wenn ich einfach so in fremde Buden spaziere. Erstmal Gedanken lesen. Kann so teuer nicht sein. Nö. Warum habe ich nur meinen Geldbeutel in der Kirche verloren? Aha! Hoffentlich kann ich mich reinschleichen, bevor Pater Dominik ihn sammelt. Na, das mache ich für dich, keine Sorge. Ihr arbeitet hier mit eurem Vater? Ja, das tue ich. Ich hole das Getreide von Karlshof, natürlich eskortiert von Wachleuten. Auf die kurze Strecke. Das kann ganz schön langweilig sein, aber Pavel und Quentin macht das scheinbar nichts aus. Könnt ihr mir irgendetwas Interessantes über das Dorf erzählen? Nicht wirklich. Ist ein ganz schön verschlafenes Nest. Vor langer Zeit, als man diese Gegend noch Tal der Schreine nannte und es hier genauso viele Kriegsherren wie Hasen gab, war das anders. Hasen! Heutzutage ist das Aufregendste, wenn sich mal eine wilde Kreatur dem Ball nähert oder Besucher wie ihr kommen. Ja, da fühle ich mich ja geschmeichelt. Ich habe nichts gegen dieses Leben, aber ich hoffe trotzdem, dass ich eines Tages Städte sehe und vielleicht sogar einen interessanten Mann kennenlerne. Ich hoffe nur, dass nicht alle so sind wie dieser Champion Richard. Ich habe ihn gegrüßt und dann hat er... Naja, über so etwas spricht eine Dame nicht. Oh. Naja, ich lass dich mal allein. Genießt euren Aufenthalt. Unbedingt. Ich räume nur auf. Man ist ja höflich. Liegt überall... Oh! So, das freut mich doch. Nee, Quatsch, falsche Taste. Die war's, genau. Ah! Oh, ich werd wahnsinnig. Die braucht ihr doch bestimmt nicht alle, ne? Ist das alles toll gerade. Ah, das fängt ja super an. Ich räum nur auf. Es steht ja alles rum. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Was ist das Schönes? Ja, na gut. Na gut. Nicht so schlimm. Honigbrot. Honigbrot. Was ist das da? Ach nee. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ah, na gut. Na komm. Cool. War das jetzt ein Schlüssel? Ja, klang so. Ja, doch. Ich glaube, das... Was ist denn das? Ach so, stimmt. Den Trank haben wir ja auch noch. Schon wieder alles vergessen. So, was haben wir noch? Kann ich die Würste hier einsacken? Nee. Aber... Fass. Nein. So, Fass. Naja. So, das nehme ich auch mal mit. Ach, da sitzt ja jemand. Hallo. Ja? Kann der alte Müller irgendetwas für euch tun? Müller Unrat. Gedanken lesen. Ich sollte den Schlüssel nicht mehr im Kessel verstecken. Neulich wäre ich fast daran erstickt, als Linda Suppe gekocht hat. Na, darum haben wir uns ja jetzt gekümmert. Ihr betreibt hier ja einen ganz schönen Aufwand für so ein kleines Dorf. So läuft das nun mal im Trümmertal, Drachentöter. Dank Mühle, Schmiede, Hof und Kaserne können wir uns komplett selbst versorgen. Der Gasthof ist der einzige Ort, wo richtige Geschäfte gemacht werden. Er ist beliebt bei fliegenden Händlern und Reisenden. Apropos Händler. Boah, ich dachte, das hängt jetzt schon wieder. Boah, der hat ja richtig was zu bieten. Was haben wir denn hier alles noch an Tränken? Wir haben gar nicht mehr so viel. Ach, Kacke. Ich muss mal ein bisschen was loswerden. Ich würde dem am liebsten jetzt noch so einen Haufen Tränke abkaufen. Wir haben... Ach nee, 97, gut. Ich habe jetzt gedacht, wir haben nur 39 Tränke. Was ist das hier? Überdurchschnittlich begrenzt und begrenzt ist okay. Das verkaufen wir mal. Dann verkaufen wir denen mal ihre eigenen Bücher. Das behalte ich. Wo ist das mit dem Ring? Den will ich behalten. Wo haben wir das denn her? Na gut, egal. Aber jetzt noch nicht... Na, lassen wir das erstmal. Gut, ich muss dann gehen. Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Ja, du hast ja, ja, tolle Arbeit. Ganz super. Den nehme ich. Ein Gürtel. Aha. Aha. Der Schrank ist leer. Ach, darunter ging es auch noch.
Ja. Ein weiterer Gegenstand für meine Sache. Aha. Wo die aber ihre Leichenteile aufbewahren. Hübsch. Bei einem lohnt sich's nicht so zu schnappen. Hier ist nichts drin, da ist nichts drin. Und nirgendwo ist Mehl drin. Ich denke, wir sind in einer Mühle. Aha. Aber hier kann ich nochmal kräftig zuschlagen. Vielleicht auch hier oben? Naja, irgendwie nicht. Weckchen. Achso, ne. Pflanzenkacke. Pflanzenkacke sollte das jetzt heißen. Das kam jetzt weniger deutlich rüber, als es sollte. Ei, ich mag ja diese halb gefüllten Fläschchen sehr. Die sind für diese Gegend schon mal ein sehr geil. Gegenstand für meine meine ich. Ui, hier sieht's aber schön aus. Was macht denn der hier? Was ist das Feines? Überdurchschnittlich. Nicht übel. Und hier konnte ich doch auch noch irgendwas mitnehmen, ja? Ja, ein das hier und das hier noch ein bisschen leer. Steht viel zu viel Zeug rum. Gut. Was ist das? Formel für sehr geringe Belebung. Na, können wir mal verkaufen. Und Formel für sehr geringe Heilung. Und dieses Teil... Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. ...verdeckt nichts. Lesen kann ich das nicht, ne? Nee. Buch liegt ja auch nicht. Jedenfalls keins, das ich jetzt aufnehmen könnte. Ich speichere wieder andauernd ab im Herzen. Und oh, wie wunderschön. Ui, und Steine. Aha. Was macht ihr in diesem Keller? Ihr habt euch an Buat vorbeigeschlichen, nicht wahr? Erstmal Gedanken lesen, wie immer. Buat ist manchmal wirklich komisch. Wer wählt schon das Wort Illuminatus als Kennwort für sein Lager? Menschen. Dumme Zweibeine. Naja, was würdest du denn jetzt wählen? Rinde. Wer ist Boat? Der Mann oben. Er ist kein Müller, er ist Alchemist. Ah ja, das erklärt die Tränke, das erklärt die Tränke. Er ist jedoch nicht so gut wie ich, aber Nayaba, der älteste Alchemist in Rivellon. Ich freue mich schon drauf, wenn ich diesen Namen vielleicht mal irgendwann aufschreiben muss. Dagegen wird Ouroboros das reinste Kinderspiel. Ich habe hier unten Wurzeln geschlagen und werde von Buat beschützt, der vor etwa 70 Jahren hierher kam. So alt sieht er noch gar nicht aus. Er gibt vor, ein Müller zu sein. Aber in Wirklichkeit erforschen wir gemeinsam die Macht der Pflanzen und Elemente. Ihr seid... Warum seid ihr in diesem kleinen Loch gewachsen? Eigentlich lebe ich weit entfernt von hier, in einem Gebiet, das als Dunkelwald bekannt ist und seit dem Großen Krieg vielleicht gar nicht mehr existiert. Bevor Buat hierher kam, nahm er einen meiner Zweige, kultivierte ihn mit magischen Kräften und züchtete einen neuen Baum. Also irgendwann quasi mein Bonsai. Und so stehe ich hier, wie auch möglicherweise in diesem vergessenen Wald. Zweimal am Leben oder einmal tot. Dass man das nicht spürt? Ich meine, wenn man schon ein sprechender Baum ist, der mit magischen Kräften neu kultiviert wurde, dann sollte man da auch ein ungefähres Gespür dafür haben, was mit dem Ding passiert ist, aus dem heraus man kultiviert wurde, oder nicht? Allerdings gibt es bei meinem zweiten Ich einen kleinen Unterschied. Ich erinnere mich, dass ich viel mürrischer war. Wahrscheinlich, weil es in diesem vermaledeiten Wald immer geregnet hat. Eine Trauerweide quasi. Warum gibt sich Buat als Unrat aus? Oh, jemand hat es auf ihn abgesehen. Ihr müsst ihn selbst fragen. Okay, zu guter Letzt würde ich gerne an eurem alchemistischen Wissen teilhaben. Mit Vergnügen. Ach, aha. Aha. Und was heißt die 52? Keine Ahnung. Kriegen wir vielleicht noch raus. Gut, mach's gut. Das heißt, bis oben hier liegt ja Zeug rum. Was ist denn das alles? Äpfel sind das. Ach so, von den Äpfeln muss ich übrigens tatsächlich mal einen behalten, weil mir gerade eine Quest einfällt, die für diesen Apfel brauche.
Bevor ich die wieder alle fresse. Ah, nee. Gut, geht. Was hat man hier noch alles? Um mich rum leuchtet immer alles so. Also dafür, dass die das jahrelang trainiert hat. Ui. Ich behalte die mal. Obwohl. Ach, ist egal. Meine Nase juckt. So nervig. Immer wenn ich aufnehmen will. Ach, die ist. Ah, ist das schön hier. Stufe für Schlösserknacken reicht nicht aus. Haben wir denn irgendwas? Nicht hängen, nicht hängen. Na, Mist. Mist. Kacke. Das muss ich mir mal merken. Aber hier komme ich bestimmt noch das eine oder andere Mal hin. Okay. Oh, hier liegen ja noch mehr Apfel. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ich frage mich, wo der jetzt sein Lager hat. Ah, nicht schon wieder. Gut. Und hier noch irgendwas? Der wird sich umgucken. Wenn er das nächste Mal hier runterkommt, dann alles kurz und klein. Wups. Okay, sonst offenbar nichts. Der hat überhaupt keine Blätter. Der ist einfach nur groß geworden, der arme Baum. Na gut. Ich glaube, ich muss mir. Ich merke immer, wie ich gerade zu Anfang der Aufnahme immer noch ziemlich ruhig bin. Und, halt, ist da noch was drin? Und wenn ich dann so ein bisschen am Energy Drink genippt habe, dann geht es meistens wieder besser. Vielleicht sollte ich mir da nachher einfach nochmal ein Döschen öffnen. Aber jetzt reden wir erstmal mit, Unrat. Wie ich sehe, gefällt euch meine Mühle. Ja, schön euch wiederzusehen, Unrat. Oder soll ich Wort sagen? Psst, woher wisst ihr? Es war der Baum, nicht wahr? Verflucht sei dieser sprechende Holzkopf. Also Buat ist schon nicht so toll, aber mit eurem Decknamen habt ihr schon etwas über die Stränge geschlagen, oder nicht? Mir gefällt mein Name, danke. Und ich habe den Decknamen Unrat nicht gewählt, um herumzualbern. Nein. Ich bin das unsägliche Opfer einer Jagd. Einer Jagd von Attentätern. Warum? Seid ihr mit der Tochter eines Edelmanns erwischt worden? Nichts dergleichen. Leider. Dann hätte sich das Opfer wenigstens gelohnt. Vor vielen Jahren war ich ein bekannter Alchemist in der Stadt Verdistis, bis ich eines Tages Besuch von der Gilde der Attentäter bekam. Ich musste ein krankes Mitglied ihrer Gilde heilen. Leider habe ich die falschen Kräuter in seinen Tee gegeben und er ist gestorben. Daraufhin haben sie Rache geschworen. Ganz tolle Arbeit. Ich bin hierher geflohen, aber ich glaube, sie haben mich aufgespürt. Woher wollt ihr das wissen? Ich fühle mich in letzter Zeit beobachtet. Daher verschließe ich nachts die Mühle und hoffe das Beste. Ich würde für die liebgewonnenen Dorfbewohner weiterhin den Namen Unrat behalten. Aber wenn ihr den Mut aufbringen könnt, diese Auftragsmörder zu töten, ist euch eine große Belohnung sicher. Ich glaube, also eigentlich würde ich ja jetzt noch grübeln. Da zwar eigentlich. Achso, das wollte ich nicht mitnehmen. Da durch seine Hand jemand gestorben ist. Und das ist nun mal Kacke. Und dass dann jemand Rache schwört, ist schon nachvollziehbar. Und andererseits ist es aber die Gilde der Attentäter, also wahrscheinlich sowieso nicht so unbedingt die tollsten. Mir war so, als wenn ich jetzt runtergehe. Nee. Ich dachte, es passiert irgendwas, wenn ich jetzt hier rausgehe. Mir war so. Was wollte ich sagen? Hui! Huch!
ich gehe mal weg. Gut. Also wie gesagt, eigentlich könnte ich, wenn jetzt vielleicht auch nicht diese Auge-um-Auge-Rache, dennoch irgendwie nachvollziehen, dass jemand sich rächen möchte dafür, dass ein anderer jemanden quasi getötet hat, ob nun beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Aber ich habe irgendwie Angst, dass die Quest dann wieder falsch fehlschlägt. Deswegen mache ich das gar nicht erst. Und wenn ich das irgendwie zustande kriegen sollte, dann töte ich die. So, jetzt will ich nochmal zum Drachen, zum Dingsturm. Wie was hier ist eine Kapelle oder Turm? Zwei Dinge. Nämlich einmal habe ich gemerkt, beim Ansehen der Aufnahme, dass ich diesen Körper, wo Penelopes Amulett in der Schatulle daneben lag, zwar angesehen habe oder die Schatulle angesehen habe, und dann habe ich das Fenster aber einfach zugeklickt und habe somit nicht mitgenommen, was mitgenommen werden sollte. Und deswegen muss ich da nochmal kurz hin. Achso, ich muss ja... sich echt vergessen, nach oben zu drücken. Also die Framerate wird minimal besser. Ich bin jetzt schon wieder bei 21, 22. Gut, jetzt bei 19. Aber so generell... Na gut, jetzt hat es wieder. Mist, hätte ich meine Fresse gehalten. Ich glaube, unten war das. Nee, war es nicht. Wo war denn das? Wo war denn das hier überhaupt? Boah, mein Orientierungssinn. Das klingt so hohl. Ach, da war das hier? Nee, da war das nicht. Gut, dann machen wir erstmal die andere Sache, wenn wir schon auf dem Weg sind. Denn da oben bei dem Skelett, das uns Zeug verkauft, da stand noch eine Truhe. Und ich glaube, die habe ich auch noch nicht geöffnet. Und bevor ich das komplett vergesse, mache ich das jetzt mal. Wieso ist das hier so wellig? So, da sind wir.